Wir stehen auf einem Boden, leben auf einer Erde, dessen Historie sich um über 4,6 Milliarden Jahre spannt. Wir kennen sie, aber wir kennen sie auch nicht, versuchen immer wieder zu vermenschlichen, was nicht menschlich ist, reden von der Erde wie von einer Person, dessen Sätze, Ausdruck und Signale wir wahrnehmen. Eine Erde, die Menschen kennt, und eine Erde, die Menschen kennen, aber sich nicht als Teil von ihr verstehen. Dabei wird immer wieder klar, wie sehr Menschen und Menschlichkeit die Erde einnehmen. Über Generationen hinweg und über Jahrhunderte Jahre alte Appelle. Ich sollte hier nicht stehen. Ich sollte hier nicht stehen. Wieder vor einem weißen Publikum, um wieder Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu erklären, um wieder Kämpfe zu erläutern und um wieder den Zusammenhang zwischen Klimagerechtigkeit und Vergesellschaftung auszuführen, damit Personen die Wichtigkeit zum Handeln verstehen. Ich sollte gar nicht hier sein, hier nicht stehen mit Füßen auf einem Boden, der so viel Gewalt erlebt. Und diesen Zusammenhang, warum Klimagerechtigkeit und Vergesellschaftung zusammen besteht, in seiner Dringlichkeit betont. Eine Betonung aufgebaut auf Erinnerungen des Bodens, die von Milliarden Jahren ins Heute reichen. Erinnerungen, die schreien: Kolonialismus, Kapitalismus, Patriarchat, Systeme der Gewalt und der Unterdrückung lassen kein Leben blühen. Sie veränderten und verändern geologische Schichten in einer Weise, sodass Krisen aus dem Boden sprießen. Krisen, von denen einige profitieren und andere, besonders marginalisiertes Leben und Gebiete, negativ betroffen sind. Das zeigt auch die Klimakrise. Und ich frage euch, wer leidet am meisten unter ihr? Es sind Personen, die patriarchale, rassistische, queerfeindliche, ableistische und klassistische Gewalt erfahren. Und Personen, in denen sich Erfahrungen der Gewalt überschneiden und im Körper aufeinanderlegen. Wie Luft, die nach dem Einatmen im Körper bleibt und gegen den Brustkorb drückt. Wer leidet am meisten unter der Klimakrise und für was? Es ist Leben, das strukturell und systematisch entwertet wurde, um ausgebeutet werden zu können. Für weiße Vorherrschaft, europäische Imperien, Profit und Wirtschaftswachstum. Wer? Wer trägt Verantwortung für all das? Ich sollte nicht vor euch stehen. Ich sollte nicht vor euch stehen, aber ich tue es doch, um in deutscher Lautsprache zu erklären, was der Boden, auf dem wir stehen, schon seit Jahrhunderten schreit. Klimagerechtigkeit und Vergesellschaftung müssen zusammengedacht werden. Es geht nicht getrennt. Sonst wiederholen sich Geschichten der Gewalt immer und immer wieder in Krisen der Gegenwart und Ungerechtigkeiten der Zukunft. Die Klimakrise ist eine Krise von vielen und kann nur in Verbindung mit anderen Krisen verstanden werden. Wirtschaftskrise, Sozialkrise, Energiekrise, alles Krisen, die auch eng mit einem exklusiven, also einem ausschließenden Verständnis von Eigentum und Besitzen zusammenhängen. Die Klimakrise ist das Ergebnis jahrhundertelanger Trennung und Ausbeutung. Eine Ausbeutung durch Ressourcenraub, massiven Ausstoß von Emissionen, der die Atmosphäre zerstört, die Erde tödlich erwärmt, und eine Trennung. Eine Trennung von Leben, von Ökosystemen, eine Trennung zwischen wertvollen Menschen und der Natur, die ihren Wert durch wertvolle Menschen erhält. Trennung und Ausbeutung. Mechanismen, die ebenfalls mit Eigentum als Kategorie und Lebensweise des gewaltvollen Besitzens zusammenhängen. Meistens wird Eigentum als universelles Konzept verstanden, so als wäre es überall gültig und müsste nicht hinterfragt werden.
Eigentum ist aber weder universell noch neutral. Stattdessen ist Eigentum exklusiv, spezifisch und historisch gewachsen. Es ist kolonial, es ist weiß, es ist westlich, es ist kapitalistisch. Ich gehe dabei so weit wie viele andere dekolonial queerfeministische Aktivistinnen vor mir und sage euch, exklusives, rechtmäßiges Eigentum ist eine Illusion. Die Ankunft von weißen Menschen in als unbewohnt bewertete Gebiete mit dem Ziel der dauerhaften Besiedlung machte Land und Leben zu exklusivem Eigentum. Eine Ankunft, die heißt, weiße und imperiale Konstruktion von Menschlichkeit, Schaffung von Natur getrennt von menschlichem Leben und die Einführung eines Systems der strukturellen Unterdrückung, Verschleppung, Versklavung, Grenzziehung und Tötung. Eigentum ist so eng mit einem Akt der Besetzung verbunden, so wie ihn Kolonialismus darstellt. Die Besiedlung, Aneignung und Transformation von Land und das Leben auf ihm als Eigentum ist konstruiert. Es war davor kein exklusives Eigentum noch Besitz. Um aus Land exklusives Eigentum machen zu können, muss es als Terra Nullius, als Niemandsland betrachtet werden. Es ist Boden, der als niemandem zugehörig definiert wurde, weil EuropäerInnen ihn noch nicht besetzt hatten. Land gilt so lange als unberührt, unbesetzt, nicht genutzt. Es gilt als nichts, bis bestimmte Menschen die Natur auf bestimmte Weise besiedeln und transformieren. Dieser gewaltsame Prozess stützt sich auf einer Entmenschlichung und einer Inbesitznahme von Leben. Land und Leben werden zu kolonialem, exklusivem, weißen Eigentum, das eine imperiale Macht und kapitalistische Ausbeutung ermöglicht und letzten Endes die Klimakrise weiter vorantreibt. Natur wurde konstruiert und als etwas verstanden, über dem die weiße Menschlichkeit steht. Zur Natur wurden auch braune und schwarze Körper gezählt, die wie Kohle und Gold natürliche Ressourcen und Besitz wurden und ihren Wert durch ihre Nutzbarkeit für europäische Dominanz, Wachstum und Profit erhielten. Aber ihren eigenen intrinsischen Wert, einfach weil sie sind, muss bis heute erkämpft werden. Heute. Heute lässt sich ein gewaltsamer Bruch von Beziehungen zwischen Leben erkennen, dem von Menschen, Bäumen, Pflanzen, Tieren, Wasser, Erde und Luft. Es wird sich abgegrenzt und ausgebeutet. Der Mensch und menschliche Strukturen stehen über der Natur. Seit dem Angriffskrieg in der Ukraine 2022 wird das besonders im Energiesektor deutlich und in Diskussionen um Gaslieferungen aus Russland an europäische Staaten. Im Jetzt sind wir an Wiederholung und Fortsetzung vergangener Gewalt angekommen. Es wird nach neuen Quellen für den fossilen Energieträger Gas gesucht und es wird sich zunehmend nach Afrika, nach Apyajala und dem östlichen Mittelmeerraum gewandt, um sich Energieressourcen zu sichern. Ob die derzeitigen Projekte der deutschen Regierung mit Nigeria und Senegal für Gasexporte zu sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit in den Ländern führen, ist keine Frage. Sondern die koloniale Dreistigkeit, solche imperialen Energieprojekte mit Gerechtigkeit in Verbindung zu bringen. Auch die Vergabe von Gaslizenzen an den italienischen Energiekonzern Eni und dem britischen BP-Konzern vor der Küste Gazas während des ersten Monats des Genozids wird kein Ende von staatlicher Gewalt, SiedlerInnenkolonialismus oder Kapitalismus bringen. Im Jetzt sind wir an Wiederholung und Fortsetzung vergangener Gewalt angekommen. Wiederholung und Fortsetzung, die sich weltweit zeigen, besonders in grünen Initiativen gegen die Klimakrise, von Lithiumabbau für die sogenannte Verkehrswende, durch Elektromobilität, Megaprojekte für Wasserstoffexporte oder genauer für das Wachstum europäischer Industrien, Landgrabbing und Abholzung für globale Agrarmärkte, die trotzdem oder eigentlich genau deshalb nicht alle Menschen ernähren.
Das alles auf Böden und auf dem Rücken von Personen, die historisch die meiste Fürsorgearbeit leisten. Arbeit, die so essentiell für das Leben auf und mit der Erde ist und gleichzeitig prekarisiert und ausgebeutet wird. Wenn wir Eigentum in diesem historisch gegenwärtigen Kontext setzen und analysieren, hilft das zu verstehen, wie exklusives Eigentum die Geschichte von kolonialer, lebens- und beziehungszerstörerischer Gewalt fortschreibt. Die Klimakrise ist ein Resultat von Eigentumsdenken und entsprechendem Handeln, das bestimmte Menschen sowie Natur zum anderen erklärt und zur Ausbeutung freigibt. Die Klimakrise ist ein Resultat von Macht und Profit für wenige, die genau dieses Eigentumsdenken brauchen. Es ist das gleiche Denken und Handeln, das bestimmte Menschen versklavt, Natur zerstört und Gewalt normalisiert. Rechtmäßiges, exklusives Eigentum ist eine Illusion, wenn es auf einer solchen kolonialen Geschichte und Gegenwart des Unrechts fußt. Die Notwendigkeit für Klimagerechtigkeit und Vergesellschaftung zusammenzubestehen, ist das reale Ergebnis von exklusivem Eigentum, das sich auf gewaltsamen Besitz stützt. Eigentum kritisch zu hinterfragen, zu kollektivieren und gemeinsam zu handeln, bedeutet begangene Gewalt und Ungerechtigkeit aufzuarbeiten, zu entschädigen und für die Zukunft unmöglich zu machen. Denn eine Welt ohne Kohle, Öl, Gas, Umweltzerstörung und Ausbeutung von Ressourcen ist untrennbar mit einer Schaffung einer solidarisch und gleichberechtigten Gesellschaft verbunden. Ich sollte hier sein. Ich sollte hier sein, wieder vor einem mehrheitlich weißen Publikum und wieder Ungerechtigkeit und Ungleichheit erklären. Ich sollte hier sein. Wieder den Zusammenhang zwischen Klimagerechtigkeit und Vergesellschaftung erläutern, damit die Wichtigkeit zum Handeln verstanden wird. Ich sollte hier sein. Hier stehen mit Füßen auf einem Boden, der zu Widerstand gegen so viel Gewalt führt und diesen Zusammenhang, warum Klimagerechtigkeit und Vergesellschaftung zusammenbesteht, von einer Erklärung zu einem kritischen und solidarischen Handeln bewegt. Wir alle stehen hier auf diesem Boden, auf einem Boden, der immer wieder deutlich macht, Kolonialismus, Kapitalismus, Patriarchat, Systeme der Gewalt und Unterdrückung haben schon immer Kampf und Widerstand erfahren. Und auch in Zukunft wird dieser Kampf und Widerstand fortgesetzt. Dankeschön.